sag mal, als Profi juckt einen das Spiel, wenn es um quasi nichts mehr geht. Ja, also ich würde das unterschreiben. Du spielst halt um die goldene Ananas. Man spielt für die Karriere. Oder das sind die dümmsten Phrasen im Fußball, die es gibt, Digga. Es gibt zig Beispiele oder zig Menschen, die nicht für die Karriere gespielt haben, sondern die haben um ihre Zukunft gespielt. Oder warum glaubst du, Weg war ein Witzel in China? Wegen seiner Karriere? Weil er da super Trainingsvoraussetzungen hatte? Nein, er war da, weil er da das meiste Geld verdient hat. Oder warum glaubst du, wechselt ein Hamjik nach China? Ja, nee. Nicht, weil die Liga so anspruchsvoll ist. Nein, weil er Geld verdienen möchte. Und warum glaubst du, war ein Modesta, ein Sandro Wagner? Also, da gibt es zig Beispiele. Ein Eto war bei Machkalakalakala. Carrasco. Man spielt für die Karriere. Nein, Bruder, deine Karriere endet nach 15 Jahren. Und der Fußball geht aber trotzdem weiter. Und dann musst du gucken, wo du bleibst. So ehrlich musst du auch sein. Deine Karriere geht, so Gott bewahre, bei manchen 15 Jahren, bei manchen länger und bei manchen noch kürzer. Aber am Ende ist das der Zeitraum, wo du Geld verdienen kannst. Würdest du für 10 Millionen nach China wechseln, Mann, Bruder, bring mir den Koffer und das Flugticket. Ich sitze wie mit einer 1 in diesem Flieger, mit dem Schal die ganze Zeit in der Luft. Gib mir noch eine Challenge mit, ich muss ein Ei balancieren. Ihr wisst gar nicht, wie ich mein Leben geben würde, um dieses Ei nicht fallen zu lassen. Wenn einer zu nah zu mir kommt, kriegt er einen Kick. Würdest du da aber für 10 Jahre spielen? Natürlich würde ich da nicht für je 10 Jahre spielen. Aber wenn ich ein Jahresgehalt habe von wenn ich ein Jahresgehalt von 10 Millionen habe, Mann, dann werde ich mir dieses eine Jahr in China, werde ich da mir eine Lounge und meine ganzen Freunde hinreisen lassen, dass ich dieses eine Jahr schaffe. Mann, was ist ein Jahr eures Lebens? Überlegt mal, bald sind wir wieder in der Hälfte des Jahres. Versteht ihr? Gefühlt war noch vor ein paar Tagen Silvester und jetzt sind einfach 6 Monate rum. Zeit vergeht so schnell.